So. Hast du deine Parkuhr gestellt? Nee. Ist doch gleich wieder da. Hat ja eigentlich niemand gemacht. Eine kleine Hängebrücke. Ja. So, hallo, guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bin Kanal Indiana Jones der Abenteuer oder der Merker und das ist Kumpel. Sebastian Benz. Und wir sind heute wo? In Tauber Bischofsheim. Genau, da wo der Little ist, der bis 22 Uhr offen hat heute. Weil wir sind in Bundesland Baden-Württemberg. Und dann die meisten Geschäfte bis 22 Uhr offen. Von Montag bis Samstag. Voll cool, ne? Ja, und das ist so eine Hennebrücke. Mal schauen, ob die wackelt so ja. Leicht. Meinst du, die wackelt leicht? Naja, zu klein dafür wahrscheinlich. Schau mal, hier ist so ein Abstand hier. Ja. Weil eine Brücke darf nicht aufeinander liegen, ne? Weiß ich. Und da ist die Tauber. Das ist ein Taubertal, der Fluss Tauber. Ja, genau. Der ist taub. Da muss man lauter sprechen. Ja. Tauber, kannst du mich hören? Ja. Gut. Ja, da kann man einmal drüber laufen. Tief ist sie nicht. Nee. Erinnert mich an die fremdliche Schweiz. Da liegt eine Flasche mit. In Nebelmannstadt. Eine Flasche? Die Wiesent. Ja. Eine Flasche mit Geist oder ohne Geist? Sind das Fische? Schau mal, wenn du reinschaust, siehst du Fische. Da ja. Siehst du? Ja. Das ist gut. Siehst du die Fische? Ja. Die suchen nach Futter. Und Leute, wir sind hier in Tauber Bischofsheim, weil wir was suchen dann später. Ein Bunker und verlassen das Auto nach Google Maps. Aber das ist ein anderes Video. Gell? So schaut aus. Das ist jetzt nur die Hängebrücke hier an der Tauber. Weil der wunderschön ist, gell? Wunderschön. Eine wunderschöne Brücke. Ja. Und sowas hast du gesagt, soll auch ein Verzögerung sein, oder? So was ähnliches. Richtig, ja. Neue Brücke. Ja. Eine neue Hängebrücke. Ja. Und das ist jetzt wieder ein Verbund. Da hast du wieder die Öffnung jetzt. Ja. Weil die Brücke bewegt sich. Hast du bei der Autobahn auch genauso? Ja, das macht dann klack, 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 wenn du mit dem Auto drüber fährst. Ja. Klack, klack. Weil die Brücke bewegt sich. Bei der Autobahn, wenn sie gewartet werden muss, also nachgeguckt werden muss, sollen sie unten reingehen in die Wartungsklappe. Da gucken sie nach, ob da irgendwo Risse sind oder sonst was, die ausgewechselt werden muss und wie sie die Autobahn bewegt hat. Ja, die hat auch so einen Rahmen, weißt schon? Die hat ja. so einen Pfeil, wie sie weiter reigt. Wenn sie so weit drüber ist, dann ist sie. Ja. Wir nehmen drüber. Ja. Und dann ist gleich da hinten ist auch dann der McDonald's und eine T-Shirt-Tankstelle. Und dann da hat jemand so ein kranziges Gesicht gemacht. Freibad. Ja. Schönes Freibad oder empfehlenswert? Ein kleines. Ja, war ein guter Sprudel. Und da, schau mal, aber das Becken hinten ist groß. Ja, ich denke, es ist so ein kleines. So wie neues Brunnen, ne? Ja. Klein, aber fein. Ja. Und danach haben die Leute Kacka wieder. Kackerplatz? Schon wieder, ey. Wie? Ja. Haben die hier keine Toiletten hier? Ja. Musikschule irgendwo, ne? Ja. Und eine Wellenrutsche, eine kleine. Ja, das reicht doch. Neben dem Fluss Tauber. Ein Freibad neben dem Fluss Tauber. Ist doch cool. Und guck mal, das kleine Becken, das Planschbecken hat einen Grundstrudel. Das kleine Planschbecken hat einen Grundstrudel. Und da hinten die gelbe Wellenrutsche.
Aus Plastik, ja. Nee. Das Frankenbad ist das. Jetzt wissen wir, wie es heißt, Frankenbad. Was kostet's? Ja. 3,50 Euro. Abendtarif 2,20 Euro. Ja. Ja, 3,50 Euro, so viel wie ein Wanderbad, ne? Ja. Damals Schwimmbad. Wir haben ja nicht Schwimmbecken. Ja, es ist leider, aber gesagt, ein Becken teilt sich zwei Becken. Das eine Becken ist die andere Hälfte des Nicht-Schwimmbecken und das andere Schwimmbecken. Das ist cool, schau mal das hier. Ja. Yes, no. Hier hinten schon. Ja. Das ist Planschbecken. Noch gesehen haben. Das ist aber gutes. Mhm. Reicht doch. Und da ist der Fluss tauber. Müssen wir zurück zum Auto. Das Frankenbad. Frankenbad in Baden-Württemberg, ne? Ja. Schöner. Von da. Ja. Naja, das neue Brunnen ist ein bisschen größer. Ja, es hat ein bisschen größer. Nein, es hat drei Becken. Ein Planschbecken, ein Nichtschwimmbecken, ein Schwimmbecken. Die Fläche hier ist größer. Kann sein. Können Sie ruhig mitfahren. Vielen Dank. Aber für Toilette hat es nicht gereicht, guck mal. Tja. Welche Runde haben denn da wieder hingemacht, ne? Naja. Schön ist das hier. Das neigt sich. Ja. Es neigt sich dem Ende zu. Ja. Und hier kannst du dann Tennis spielen, ne? Oder kannst Boys Becker zuschauen, wie er spielt? Genau, aber den kannst du momentan überhaupt nicht zuschauen. Ja, ich weiß. Der spielt woanders jetzt momentan. Ja. So, und eine Brücke. Ja. Bewegt sich aber nicht. Ne, die ist fest. Gar nicht. Oder? Leicht. Leicht. Tauber, du bist nicht immer ganz sauber. Die ist ganz taub. Ich würde mal sagen, der Fluss, ne? Es läuft. Ja. Es läuft. Ja. Es läuft. Der läuft. Und zwar richtig. Das sind grüne Äpfel am Baum hier. Ja. Das ist ein Laschbaum, der, ne? Nee. Magst du ein paar Schnuller dran? Da ist ein Nuki Schnullerbaum vor. Ja. Aber so ein. Ei, wie du fahrst. Da, der Weg. Der Weg ist. Ein großer McDonald's, ey, schau mal hin. Ja. Ein großer McDonald's. Kommen wir Grenoder zu Tauber. Wenn wir schon da sind.
guck, da ist ein Schild. Du gleich wieder über deinen Schuh, ne? Ja, ja. Hund dürfen hier nicht kacken. Echt? Muss ich gleich mal 2009 wird's gebaut. Ne? Was wir da jetzt hingeschrieben haben. Genau, unter der Brücke. Da kann man auch runtergehen. Hoppala! Ja. Hoppala! Hoppala! Da kannst du auch in die Tauber gehen. Genau. Und kannst auch nur baden. Da kannst du einfach durchlaufen. Tief ist sie nicht. Ja. Was das alles da drin ist, in der Tauber? Ja. Viel Algen, ne? Ja. Schlamm. Dreck. Da siehst du es ja, hier. Bierflaschen. Du weißt ja nicht, was noch aus dem Zweiten Weltkrieg da noch drin ist. Ah, ich glaube nicht, dass sie das hier so beschossen haben. Ja, so Flüssen oder sowas, da machen sie mal Knetfische und da holen sie Zeug raus. Waffen, Granaten, so, Bomben. Ja. Da sind kleine Fische hier, guck, da. Ja. Ja. Ist es voll. Ja, ist halt Schmutz, ne? Ja. Naja, kannst du ja gleich dein Essen fangen. Soll ich das gleich mitfangen? Ja? Soll ich dein Essen gleich mitfangen? Ja. Und da schön Plastik rum, guck mal da. Oder was? Oder Stein ist es? Ach, Stein. Ja, wenn du gut bist, kannst du da drüben rüberlaufen. Dann kommst du im Freibad raus. Ja, aber das ist nicht tief. Ja. Aber der hat Strom. Das bedeutet, wenn du da reinläufst, ja, wirst du weggezogen trotzdem. Ja, der hat Strom. Eine starke Strömung hat er. Die kann man auch gut angeln bestimmt, ne? Ja. Weil hier sind ja auch Fische überall. Ja. Ja. Und wo fließt die Tauber hin? In den Main. Und der Main fließt in den? Rhein. Und der Rhein fließt in den? In Donau. Nein. In die Nordsee. Nordsee? Ja. Aber Rhein-Main-Donau-Kanal? Das ist nur die Umgehung von der Donau und zum Main. Ja. Damit die Schiffe, weil die Altmühl, ne? Ja. Da wo wir doch waren in Essing. Ja. Die Altmühl könnte kein Schifftransport. Du konntest nicht mit dem Schiff drauf fahren. Deswegen mussten sie das umgehen mit dem Main-Donau-Kanal. Ja. Main-Donau-Kanal, guck, die kleinen Mini-Fische. Ja. Mini-Fische, die Babyfische. Richtiger Strom. Jetzt wenn du da reingehst und schwimmst, kommst du dann da vorne eben ja raus. Du kommst nicht da drüben raus. Ziemlich starke Strömung hat das. Ja, ich gehe mal so von 15 km/h aus. Ja. Da, guck. 15 km/h? Ja, 10. 10, 15 km/h. Siehst du mal, wie schnell das wegtreibt. Stärker als die Nordland. Umso näher, dass da reinkommt. Stärker, ne, als Nordland. Als wie der Strömungskanal? Ja. Ja, da ist alles stärker. Da ist der Kanal stärker, der Strömungskanal. Da ist ein großer Fisch, schau. Ja. Und da ist eine Ratte, schau. Nein. Doch, da, jetzt ist weg. Das war meistens Blinder. Gut. Wahnsinn. Und hier sind lauter viele Leute, die rauchen. Ja, die setzen sich. Das ist ein Raucherplatz. Das ist ein Raucherplatz. Die setzen sich da hin, ne? Und rauchen eine. Ja. Trinken Bier und schmeißen dann das Bier da rein. Genau. Nein, das ist eine Flaschenpost. Ja. Da ist der Post drin. Ja, da hast du das Flaschenpost, kennst du früher? Einen Zettel genommen, reingeschmissen, ja, zugemacht. Das kannst du jetzt da machen, dann kommst du oben in der Nordsee raus. Ja. Ja gut, du hast Probleme, Wein hat ja zur Staustufe, ne? Ja. Da bleibst du dann hängen. Ja. Der Rhein hat keine. Ja. Und das war's hier von dieser Hängebrücke hier an der Tauber-Bischofsheim an der Tauber. Fluss Tauber, wunderschöne starke Strömung. Ja. Gut.
das war's, die Aufnahme. Viele Grüße hier aus, aus Taubertal. Sagt euer Justus, der Amterer, unser Kumpel. Sebastian Benz. Ciao, auf bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Da hat jemand geschrieben. Was? Info-töten. Gut. Fünf Freunde.